Ich möchte heute einige Worte in Ruhe und Besonnenheit teilen. Zuallererst möchte ich mich aufrichtig entschuldigen für die Worte und Handlungen, die ich in der Vergangenheit gezeigt habe. Es tut mir leid, dass ich in einer sehr schwierigen und emotional aufgeladenen Situation die Kontrolle verloren habe und Dinge gesagt habe, die unangemessen und verletzend waren. Ich bin mir bewusst, dass Gewalt in jeglicher Form, sei es physisch oder verbal, nicht zu rechtfertigen ist. Das, was ich durchgemacht habe, war äußerst schmerzhaft und herausfordernd, insbesondere da es um sehr persönliche und private Angelegenheiten geht. Doch das entschuldigt nicht meine Reaktionen und meine Wortwahl. Ich hätte mich in diesen Momenten anders verhalten sollen, und dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich hoffe, dass diese Entschuldigung angenommen wird und ich die Möglichkeit bekomme, aus meinen Fehlern zu lernen und mich zu verbessern. Mein Ziel ist es, ein besseres Vorbild zu sein, besonders in Bezug auf den Umgang mit Konflikten und emotionalen Herausforderungen. Ich bin entschlossen, in Zukunft positiver und besonnener zu handeln.